Unterwegs leckeren Kaffee ist problemlos möglich mit dem Nanopresso von Wakako. Alles, was ihr braucht, ist gemahlener Kaffee, heißes Wasser und euer Nanopresso. Der Gebrauch ist denkbar simpel. Im ersten Schritt nehmt ihr aus dem Wassertank das Pinsel. Damit lässt sich später der Nanopresso ganz einfach reinigen. Auch da drin findet ihr die Schaufel, die gebraucht wird, um den gemahlenen Kaffee abzumessen. Wenn das gemacht ist, entfernt ihr die Düse. Dort drin findet ihr den Filter. Jetzt könnt ihr den Kaffee umfüllen und mit dem Schäufeli festdrücken. Nachdem kommt ihr wieder zurück in die Düse, wo ihr wieder anschrauben könnt. Als nächstes füllt ihr den Wassertank mit heißem Wasser bis zur markierten Stelle. Dann könnt ihr ihn wieder festschrauben. Und anschließend entfernt ihr das integrierte Espresso-Tassli. Durch das Drehen lässt sich der Kolben lösen. Und mit den ersten paar Stößen wird der Druck aufgebaut. Dadurch wird während der Kaffeeextraktion ein stabiler Druck von 18 Bar gewährleistet, was für eine hervorragende Kaffeequalität sorgt. Euer Kaffee ist fertig, sobald ihr keinen Druck mehr auf dem Kolben verspürt. Mit einer kompakten Grösse und einem Gewicht von nur 336 Gramm passt der Nanopresso in nahezu jeden Rucksack.